Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Alan Wake. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, weil die letzte Aufnahme auch schon ein paar Wochen her ist. Jetzt ist die erste Aufnahme nach... Nein, in den Ferien, aber nach dem Urlaub. Kam in den Ferien ja relativ unregelmäßig, weil wir eben im Urlaub waren, beide. Ich bin jetzt wieder da, mein Freund ist immer noch im Urlaub. Erst Freitag wieder, ich nehme Dienstag auf, genau. Es wird wahrscheinlich auch wieder eher eine kürzere Aufnahme. In der Werkstatt herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Ja, okay. Eher eine kürzere Aufnahme, weil eigentlich muss ich ja lernen und Lektüre lesen in Deutsch und in Englisch noch über die Ferien. Ich schreibe. Ich schreibe weiter. Oh, da draußen bin ich. Ist es dunkel. Ich bin fertig, Mama. Außerhalb der Hütte, außerhalb der Geschichte, nur Dunkelheit. Ich kann sie darin spüren. Ich rieche ihr Parfüm. Ich werde sie finden. Ich bringe das in Ordnung. Ich hole sie zurück. Die Geschichte wird wahr werden. Höre ich auf, ist sie verloren. Okay. Das gibt's doch nicht. Der durchgeknallte Typ im Fernsehen war ich. Ich bin im Fernsehen. Wurde ich so langsam glücklich. Verrückt? Naja, also ich meine, wer sowas erlebt, muss eigentlich verrückt sein. Aber es gibt ja Dinge über uns, die wir nicht verstehen können. So wie Dunkelheit, die durch Licht vertrieben wird und dadurch Leute... Oh, lesen. 68. jährliches Hirschfest, 15. bis 18. September. Spiel und Aktionen, Tombola, Wettangeln, Kuchenwettbewerb, was ist denn Kuchen? Achso, wer den besten Kuchen macht wahrscheinlich. Und Überraschungswettkämpfe, Live-Musik, Ausrufezeichen. Also Live-Musik! Für die Kinder. Hasenzahn-Charlie, nachmittags. Und... die unglaubliche Fantasiemagorie von Montgomery, dem Magier, abends. Verpassen Sie nicht die legendäre Hirschfestparade. Bababam, verlassen. So, kann ich hier Bier mitnehmen? Nein, ich kann kein Bier mitnehmen. Ach, die Steuerung ist so ungewohnt. Kann ich hier irgendwas machen? Telefonieren. Polizeiwache Bright Falls? Polizei, endlich. Aber die sieht ein bisschen müde aus. Oh, zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet, im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Ja, sieht so aus. Alles okay? Hören Sie. Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier, okay? Mr. Wake, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit alles helfen. Sehr gemein. Jetzt dürfen wir nicht mal die Wahrheit sagen. Jetzt müssen wir lügen. Das ist so traurig. Ich mag diese Sequenzen, wo es so über die Natur rübergeht und alles. Da ist tatsächlich nicht mehr viel übrig. A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep, everything is all right. I close. War das jetzt sowas wie der Prolog? Kommt da noch irgendwas? Ich glaube, das überspringen wir, das ist nicht so spannend, so wie es aussieht. Bisher bei Alan Wake. Ich kam nach Bright Falls mit meiner Frau Alice. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich habe gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest. Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Jetzt wird sie vermisst. Alice? Alice! Ich
Ich erwachte hinter dem Steuer eines demolierten Autos. Ist da jemand? Mir fehlt eine Woche. Ich wurde von albtraumhaften Schattenmenschen angegriffen. Hübsche Geschichte. Sheriff Breaker brachte mich zum See, zu unserer Hütte. Aber die Hütte war verschwunden. Episode 2. Besessen. New York City, 3 years ago. Schatz, ich bin zu Hause. Hier hinten, Liebling. Ich sehe dich. Was? Das schlechteste Wetter aller Zeiten. Oh, das sieht du ja solltest ganz dir einen aus. Kaffee machen. Der wärmt dich auf. So sieht er ganz anders aus. Aber egal, ich mach mal kurz einen Cut und schau, ob mit Ton alles passt. Wir sehen uns gleich wieder. So, wieder da. Ich habe mal kurz auch noch, weil ich das davor vergessen hatte, die Windows Auflösung, Anzeigen, Linksbums, bla bla bla, angepasst. Wir haben eine hübsche Wohnung. Und das ist mir wieder zu schnell. Muss ich jetzt auch noch machen. Wie ging das? Steuerlimite? Vertikale. Wieso ist das überhaupt so empfindlich? Das ist voll gemein. So. Ja, ein bisschen besser. Können wir rennen? Nein, wir dürfen hier drin nicht rennen. Ich gehe mal zu meiner Frau. Hey, Liebling. Das wird eine lange Nacht, aber diese Fotos werden wirklich großartig. Dann brauchst wohl eher du den Kaffee. Ich setze ihn auf. Ich soll Kaffee machen. Oh, ist... Thermosflasche. Warum haben wir eine abgeschlossene Tür in unserem Haus? Wieso ist diese Tür abgeschlossen? Und wo führt die hin? Das ist ein geheimer Raum. So, Manuskriptseite. Ach, wie schön. Ist das zufällig die, die uns gefehlt hat? Ah ja, das ist die, die uns gefehlt hat. Ach nee, das ist jetzt das... können wir... Fragezeichen... Ungelesen, diese... lesen es ist wahr, was man über den Sturz und jähen Halt am Ende sagt. Ich lag hier im Schnee, während sich die Szenen, die mich hergeführt hatten, immer wieder in meinem Kopf abspielten. Eine Wiederholung meines ganz persönlichen Snuff-Films. Ein Memoriam für meinen Leichnam. Allein auf meiner eigenen Totenwache. Wieder diese Metaphern. Die Femme Fatale war weg. Nur ein fader Nachgeschmack blieb von dem Kuss, der mein Tod war. Boah, okay. Das hier war ein spätes Lebwohl. 13 Jahre nach meiner Rache hat es mich schließlich eingeholt. Ich musste nun schon einige Zeit lang die Pein erdulden. Mein Blut färbte den Schnee rot. Ein grauenvolles Gebräu, in dem sich alle Schmerzmittel auflösten. Es tropfte gemächlich in den Gully herab, wo es mit der Gallenflüssigkeit der Stadt eins wurde. Ich kann sie nun sehen, meine Frau und mein Baby. So ist sie. Ich bin zu Hause. Die hätten wir davor vielleicht auch alle lesen sollen, in Kapitel 1. Vielleicht können wir das später nochmal machen. Sollen das Fenster sein? Sieht eher aus wie Bilder. Ach nee, das sind bestimmt Bilder. Ja, das sind bestimmt Bilder. Das ist ein Fenster. Oh, Schneesturm. Oder so in der Art. Ich versuche die ganze Zeit mit Rechtsklick und Leertaste wie in Assassin's Creed zu laufen, aber es geht irgendwie nicht gut. Ich kann aber sowieso nicht laufen. Rennen, meine ich damit. Die Kaffeemaschine einschalten. Ach ja, die Küche war da rechts hinten, gell? Hier kann ich auch lang. Genau, hier. Ist hier noch eine Thermosflasche? In der Decke? Nö. Keine Thermosflasche in der Decke. Also meine Thermosflasche ist immer in der Decke. Ach, da ist die Kaffee läuft! Das ist schön. Danke. Ich werde welchen brauchen, wenn ich das hier bis morgen fertig haben will. Ich will aus dem Fenster springen und mich umbringen. Mein Leben ist am Arsch. Schau mich doch an, wie hässlich. Zu Alice gehen. Diese Mission ist so schwer. Ich hoffe, ich schaffe sie, ohne zu sterben. Ich habe gerade die Coverentwürfe fertig. Sie liegen auf deinem Schreibtisch. Sag mir, wie sie sind. Im Ernst? Hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst. Ab und an kann ich wahre Wunder vollbringen, mein Schatz. Ach ja? Zumindest warst du letzte Nacht dieser Meinung.
Haha. Okay, schauen wir es mal an. Die sehen super aus. Oh, klar, bis Barry sie in die Finger kriegt. Was übrigens nur über meine Leiche passieren wird. Letztes Mal war das letzte Mal. Oh, apropos Barry, er hat angerufen. Alan? Alan, bitte überprüf mal den Sicherungskasten. Sie mit ihr. Ich bin hier. Schon dabei, Schatz. Bitte beeil dich. Ja, Dunkelheit.